Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu Werner Vino. Heute Riesling. Aber auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ich meine, wir haben sehr oft über Franken, Pfalz, Rheinhessen, irgendwie sehr oft gemacht. Es gibt aber auch in Deutschland ein paar Weinanbaugebiete mehr. Und deswegen machen wir heute mal eins der Weinanbaugebiete, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten und die eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, die haben schon ein kleines bisschen Probleme und deswegen brechen wir heute mal eine Lanze für den Mittelrhein. Da habe ich heute was rausgesucht. Ich meine, ich habe in letzter Zeit viel Riesling probiert, aber halt eher so Literweine und ich sag mal Gutsrieslinge und jetzt habe ich mir gedacht, oh, gehen wir halt mal ins andere Extrem. Heute großes Gewächs. Weingut Lanius Knaap. Der Winzer ist der Jörg Lanius. Kein großes Weingut, 7 Hektar, also überschaubar. Haben auch nur eine Jahresproduktion von 55.000 Flaschen. Wir haben hier heute von Weingut Lanius Knaap vom Oberweseler Ölsberg ein Riesling. Großes Gewächs. Damals hieß es, glaube ich, noch erstes Gewächs dort. Deswegen ist hier auch noch so eine 1, wie ich jetzt sehe. Hier 1 mit Trauben, erstes Gewächs. Jahrgang 2009, also ein bisschen gereifter heute. Der ist auch schon ein bisschen im Keller. Ja, was kann man zu der Lage Oberweseler Ölsberg sagen? Klassiker, VDP, große Lage. Ist, ja, man kann nicht sagen, dass es ein reiner, ja, dass es eine Bodenart dort gibt. Eher so ein Mischboden. Und wir haben hier zum einen Schiefer. Finde ich immer ganz interessant bei Rieslingen, wenn da Schieferboden dabei ist. Oh, der Korken, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Also der muss dringend getrunken werden. Also Schiefer, Lösslehm. Und wir haben Buntsandstein. Interessante Mischung. So, jetzt hoffen wir, dass der Wein noch gut ist. Könnte. Schauen wir mal. Also, ich glaube, das dürfte nicht gehen. Korken ist eigentlich okay von der Konsistenz, halt ein bisschen ja, Schimmel oben drauf, aber der ist nicht rein in die Flasche. Ja, schauen wir mal, Riesling Glas dafür. Mal kurz wegwischen. Bin ich jetzt etwas überrascht? Ich hätte jetzt gedacht, dass die Farbe dunkler ist. Ihr seht, ist relativ hell. Ich hätte jetzt so vielleicht ein bisschen, dass es so einen Gelbstich schon gibt. Boah, das ist. Ja, merkt man, das ist Riesling vom Schiefer. Sofort. Wir haben jetzt nicht so viel Frucht, also ein bisschen Frucht haben wir noch, so Limetten und so weiter. Ist noch ein bisschen da, aber eigentlich hauptsächlich Mineralik, die hier vorhanden ist. Auch schon eine gewisse Alterungsnote, ist ein kleiner Stich Karamell. Hilft ja nichts. Total würziger Geschmack. Kräutrig. Bisschen Säure da. Bisschen Restzucker auch. Also wir haben hier Mittelrhein, das ist so,
Das ist nicht schlecht. Also ich finde, der ist auch so ein etwas weicher, eleganter Riesling. Nicht von der Säure geprägt. Wie gesagt, eher süße Säure-Zusammenspiel. Also wenn ich es nicht wüsste, ich würde jetzt auch ein kleines bisschen in Richtung Mosel gehen. Also, aber es ist Mittelrhein. Ich finde den echt gut. Was ganz angenehm ist, man darf es ja eigentlich nicht sagen, aber ich finde, hier kann man noch ein zweites und ein drittes Glas trinken, weil der ist relativ bekömmlich. Durch das Alter, was er hat, 2009er Jahrgang, der ist jetzt echt gerade richtig gut. Der hat gerade ein echtes Hoch, finde ich. Und ja. Also wir sind hier schon über den 40. Der entwickelt sich immer mehr im Glas. Das ist. Das ist schon speziell. Also das ist Kino. Ich sage jetzt nicht der Blockbuster, aber es ist schon ein Film, wo du gerne ins Kino gehst. Ist ein richtig schöner Riesling. Wunderbar. Ist natürlich nicht ganz billig. Wir sind hier so im Bereich 25 bis 30 Euronen. Ist halt ein großes Gewächs. Müsst ihr halt wissen. Das müsst ihr halt dafür schon anlegen. Aber ich finde, hin und wieder kann man das mal machen. Das ist schon mal drin. Was man auch noch. Was kann man sagen? Ach, Punkte habe ich ja noch gar nicht gegeben. Ja, 44. Also wie gesagt, zur großen Klasse fehlt noch was. Aber auf jeden Fall, da ist was dabei. Macht Spaß. Glas ist leer. Was macht man da? Nachgießen. Also, wie gesagt. So Riesling hin und wieder. Muss nicht immer Mosel sein, kann auch mal Mittelrhein sein. Ist echt mal eine Sache. Und jetzt auch nochmal, dann der Aufruf. Probiert's einfach mal ein bisschen mehr Mittelrhein. Helft den Winzern dort, dass vor allem auch diese Bahntrasse da nicht gebaut wird. Es wäre schon ein bisschen blöd. Also trinkt Mittelrheinwein. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wir haben ja es ein bisschen angesprochen, Werner Vino treffen. Kommentiert doch mal, entweder jetzt bei Facebook oder unter dem Bericht hier auf der Seite, so wann ihr denn überhaupt Zeit hättet für ein Werner Vino treffen. Und dann werden wir einfach mal schauen, werden da so eben mal eine Liste anfertigen und dann werden wir einen Termin mal abklären und dann können wir da uns mal wieder treffen. Wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache. Ja, noch ein bisschen was in eigener Sache. Erstmal vielen Dank. In den letzten Monaten hat sich wirklich die Zuschauerschaft extrem erweitert. Es hat sich sehr vergrößert. Wir haben echt viel, viel mehr Zugriffe, was echt schön ist. Aber ich fände es toll, wenn ihr einfach noch ein bisschen Werbung machen würdet, wenn ihr einfach noch ein bisschen uns weiter empfehlen würdet und vielleicht auch mal vielleicht bei Facebook mal teilt oder vielleicht mal an ein paar Freunde eine E-Mail schickt. Schaut euch das doch mal an oder empfehlt es einfach mal. Würde uns einfach freuen, weil wir wollen einfach, ja, einfach eine noch breitere Plattform haben, damit wir einfach auch eure Wünsche
und ja, eure Wünsche respektieren können und vor allem auch, dass eben ja einfach noch ein breiteres Publikum angesprochen wird. Also einfach mal weitergeben, weitersagen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Macht auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, 44 Punkte Wein. Ich trinke da jetzt noch ein Glas. Macht's gut. Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.